Tendenziert zur Übernahme. Naja, mal schauen. Oha, gleich im IC. Oder im ICE sogar schon. RE9, ah, okay. Wir kommen in Düren. Dies ist ein RE9 von Köln bis Aachen Hauptbahnhof. Mit Halt an allen Bahnhöfen. Oha. Wird nicht mal mehr. Redet keine Stimme mehr zu mir. Türenintrigen. Die Leute reinzulassen. Ja, rechte Fahrtüren. Schauen wir jetzt doch mal von außen an. Ah ja, Regionalexpress. Das ist also Köln. Köln Hauptbahnhof. Ich gehe da mal. Tschüss. Fahrt schön selber. Ich mache Urlaub. Oh nein, ich komme hier nicht weg. Ich bin gefangen. Ich bin weg. Ich mache Urlaub in Köln. Ich gehe. Ach, in Düren sind wir. Ach, scheiße. Nee, das ist. Ich will nach Köln. Muss doch erst hinfahren. Düren will ich nicht. Nichts für ungut, Leute, die in Düren wohnen, aber Köln finde ich hübscher. Mülleimer? Ja, Mülleimer umgerannt. Sehr schön. So, rein hier. Sehr schön. Gut, da fahre ich euch doch nochmal nach Köln. So, Türen verriegeln. An eingestiegen. Kann ich noch mal hier Piepton machen hier. Sehr schön. Belohnung erhält, das Mikrofon betätigt. Das Makrofon betätigt. Yay. So, schließen. Türen verriegeln. Eingestiegen. Sehr schön. Dann geht's los. Ich höre es schon summen. Das heißt, läuft schon. Können wir einfach. Bremse ist gelöst. Läuft alles. Können wir los. Das steht auf Vorwärts, Hauptschalter an. Dann steht auf Vorwärts, sehr schön. Na dann. Let's go. Auf geht's, heute unsere Reise von Düren nach Köln mit dem RE9. Mein Name ist Zwergfürst LP. Ich bin auf dieser Reise heute euer Zugfahrer. An einem Ort anhalten. Okay. 9,1 Kilometer. Aber bis dahin machen wir mal hier Vollgas. Wir wollen ja auch rechtzeitig ankommen. Na, nicht ganz so schnell Geschwindigkeitsbeschränkung einhalten. Weitestgehend. Oh ja, jetzt können wir hier. Jetzt können wir volle Pulle. 400 Meter haben wir noch, aber jetzt können wir hier mal erstmal. Okay, ich fürchte, wir müssen runter vom Gas. Schnell runter vom Gas. Ach, 8,4 Kilometer noch. Okay, ja, dann können wir noch mal. Na komm, jetzt stehen wir hier oder was? Und na komm. Ja, falsch. Verzeihung. Das kriegen wir noch hin. Jetzt stehen wir hier auf der Brücke. 5 Minuten Verspätung hat der Zug heute. Anfänger am Steuer. Also alles wie immer. Sekunde, Sekunde, das haben wir gleich so. So, weiter geht's. Kurze technische Schwierigkeiten.
So, jetzt wird hier Volldampf gegeben. 8,3 Kilometer haben wir es noch. Jetzt wird hier Gummi. Lass mal ankommen. Kann der Zug, also ist noch kein ICE, der kann dann noch schneller, aber 175 ist ja auch schon eine Wucht. Komm jetzt hier, Karacho. Und jetzt aussteigen. 120 km/h, einfach mal Tür öffnen, raus. Probieren wir dann später auch nochmal. 7 Kilometer noch, ja, das ist. Können wir hier noch ein bisschen düsen. Von der Fahrt. So, guten Tag. Wer fährt mit dem Zug? Halt's Maul, das ist. Ich bin ja. Wir haben noch 6 Kilometer vor uns, ganz in Ruhe. Na, wie geht's Ihnen so? Danke für den Look, Miss. Ein Hoch, ich bin der Busfahrer, der Zugfahrer. Ich setze mich jetzt mal hier ein bisschen, wir fahren volles Tempo, was kann schon schief gehen. Ich setze mich immer hier. Okay, ich sollte ein bisschen slowdown. Ein bisschen, damit die Bahn nicht auseinanderfällt. Ein bisschen bremsen hier, so sehr schön. So können wir wieder. Bei 3,7 Kilometer noch. Ich tue es wieder benutzt. Jetzt können wir wieder ein bisschen Dampf geben. 3 Kilometer noch. Mal ein bisschen hupen. Oh, mal sachte hier. Nur 2 Kilometer. Wird zwar schnell ankommen, aber hier mal so geht hier mal ein bisschen schön auf 140 bleiben. Mache ich gleich eine Vollbremsung im Bahnhof. Von 100 auf 0. Bremse los. Batz. 1 Kilometer noch, ich glaube, ich sollte mal langsam abbremsen, langsamer werden, ganz schnell langsamer werden, das ist der Bahnhof. Jetzt aber zügig. Na komm. Das wird knapp. Darf ich noch rückwärts oder? Oh, sehr schön. Ist es sicher? Ja, gerade so. Hab schon Bahnen gesehen, die auch ist solide. So kann man einparken. So kann man es machen. So, Türen öffnen. Rechts, oder? Ja, rechts. Mal auf. Danke, dass Sie mitgefahren sind. War mir eine Ehre. Wir warten noch. Oh, verspätete Gäste. Zur Abfahrt des Zuges. So, jetzt mal
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Türen verriegeln. An einem Ort anhalten. Herr Schwäbler Hauptbahnhof. Ah, okay. Wo sind wir jetzt hier? Steht nichts dran. Irgendwo, nirgendwo. Okay. Na dann, auf geht's zum nächsten Bahnhof. So, 0. Und dann Start. Na, sagte. Na komm, wir sehen es dort am blauen Ding. Ist da was bewegt? Na komm, ja, jetzt hier. Na, Druck auf den Pumpen. Nächster Ort 7 Kilometer. 7,2. Können wir wieder ein bisschen Gas geben. Erstmal auf 70 kommen. Wenn wir auf der Strecke sind, können wir wieder düsen. Sehr schön. Und jetzt kann beschleunigt werden. Maximale Leistung. Let's go. Jetzt wird's. Jetzt wird hier Fahrt aufgenommen. Tschuf, tschuf. Willkommen, willkommen, willkommen auf der Fahrt nach von. Habe ich vergessen. Nach Köln Hauptbahnhof. Nächster Halt. Habe ich auch vergessen. Nein, steht hier. Eschweiler Hauptbahnhof. Uns ein Zug entgegen. Wenn wir nach Düren, ich glaube, so hieß das. Unter der Geschwindigkeitsbeschränkung fahren. Sehr schön. Ja, Tempo nehmen wir 150 ungefähr, 160. Ja, das wird mal hier mal langsam mal. Mal Tempomat anmachen jetzt hier. Tempomat, sehr schön. Ja, Tempomat ist an, 4 Kilometer haben wir noch. Ja. Gehen wir so ein bisschen zurück. Schauen wir mal ein bisschen in die Ferne. So 2 Kilometer vorher sollten wir langsam mal ein bisschen schauen, dass wir runterkommen. Sonst wird es stressig. Mit Tempomat an können wir eigentlich, können wir ja ein Käffchen trinken, können wir ja entspannt. Muss man nur mal hier oben auf die Anzeige gucken, wann hier 2 Kilometer vorher sollten wir so langsam mal. Also Tempomat rausnehmen. Ist mal so ein bisschen. Geschwindigkeit verlieren. Nur auf 0 stellen. Und langsam mal ein bisschen eine Bremsung. Hier ein bisschen Bremsung rein. Jetzt kommen 9 Meter. Hier soll ein bisschen hier langsam werden. Erstmal hier so. Ist noch 1,3 Kilometer, nicht so schnell. Ein bisschen können wir noch fahren. Mal hier vom. So, komm runter.
sind wir auch teilweise gerade über der Geschwindigkeitsbeschränkung gefahren. Ist jemand Meter noch? Ja. Können wir noch ein bisschen Tempo. Nicht im Schneckentempo hier. Die Leute wollen noch ankommen. Da drüben ist schon die Bahnsteigstation. Langsam runterkommen, langsam runterkommen. Schnell runterkommen. Und. Ein paar Meter müssen wir noch. Okay. Geht schon, sind wir. Ja, passt. Können Sie aussteigen. Müsste ein bisschen laufen hier. Es ist. Aber es regnet ja nicht. Das ist ja alles. Es ist alles koscher hier. Sehr schön. Können wir die Türen triggern. So, da steigen sie aus. Danke fürs Mitfahren. War mir eine Ehre, für sie gefahren zu sein. Fahren Sie gerne wieder mit dem Zwergexpress. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen laufen hier. Ein bisschen Laufweg. Ich glaube, die wollen hier noch rein. Führung verringern, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen hier noch rein. Ja, ich glaube, da lasst die erstmal noch laufen hier gerade, scheinen hier gerade noch. Ich habe ja auch ziemlich weit hinten geparkt. Tut mir leid, Leute. Lass die Tür noch ein bisschen offen. Ist ja keiner in die Kabine einsteigt hier. Mal zu machen hier. So, sieht gut aus. Dann halt einsteigen. Hier steht ja einfach nur rum. Okay, er ist eingestiegen. So, hier. Die Türen schließen gleich. Sehr schön. Die Türen schließen. Er ist eingestiegen. So, 3,4 Stolberg Rhein Hauptbahnhof. Das ist unser nächster Halt. So, meine Damen und Herren. Gleich geht's los. Nächster Halt, Stolberg Rhein Hauptbahnhof.